So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Wir machen gleich weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und das ist hier irgendwo. Ja, vor dieser mysteriösen Tür, die natürlich... Oder... Narren! Habt ihr geglaubt, ihr bliebet mir verborgen? Ich weiß wieder nicht, wie ich gesprochen habe. Sehr schön. Das wird sich durch alle Rollenspiele ziehen, die ich irgendwann mal spielen werde und die keine Sprachausgabe haben. Hör deine Stimme direkt in meinem Kopf. Nur eine? Ist ja lächerlich. Ich höre Dutzende. Dauernd. Dass wir euren Geist etwas empfänglicher für die Macht des Maas machen. Und gütiger baut sich Ladung auf. Mann, bin ich geladen jetzt. Wie eine Schrotflinte. Und jetzt vergeht eure eigenen Angst. Achtung, schließt eine Gedankenfalle. Ob ich verrucht, Maas, Teufelei. Gedankenfalle, meinst du etwa? Exakt, Teufel. Und diese kraftige Wirksnahen schwinden die Sinne. Man will uns unsere Angst konfrontieren. Seien sie furchtlos, liebe Freunde. Fürchte mich nie! Ah ja, ist ja gut. Ah, es ist so hell. Oh Gott, ich bin blind. Das Licht. Soll das sein? Hat jemand den Abdruck verwechselt? Angst, pa! Keiner geglaubt. Ich leide unter einer Gänseblümchenphobie. Hallo, Besuch im friedlich Kuscheltal. Ah, ich mag den Namen. Besuch. Achtung. Meine Herren! Seid alle in Aufwachung! Kannst dich gleich abschwenken, mich zu ängstigen! Ängstigen? Aber ihr Freund, du denkst dahin, wir bringen Harmonie! Wie immer Grünland, der Regenbogen, herrscht Frieden und Eintracht! Wir haben hier alle eine Sonnenstrahlen, reines Gemüt! Aufhören! Ist der ekelhaft! Was hast du, Freund? Sollen wir schöne und gute Gedanken senden? Harmonie! Ich mag's, Harmonie! Ach, Harmonie! Ah! Herrlich. Das erinnert mich jetzt an Dings. Dieser Hornhauer-Typ da. Energieaustausch oder so. Ein Friedhof? Soll ich mal wegen mobiler Atmosphäre meine ganze Angst ausmachen? Ich hatte meine Furcht vor die Genella gehalten. Wie spricht man ein Zombie? Ich kenne jetzt nicht so viele Zombies, ne? Ich verstehe nicht ganz, mein Herr. Gib sie mir zurück! Was wollen sie von mir? Trägst etwas in dir, das mir gehört! Eine Eingeweide! Das ist bestimmt alles ein Missverständnis! Das ist ganz anders. Er trägt meine Naja, genau genommen steht er auf ihn und trägt sie nicht. Ein Arm! Der ist echt arm dran. Ah nein, Moment, Arm ab. Mein Gott! Bloß den Kopf verlieren. Dieb, dieb, dieb. Ah, ja. Ich mach grad voll toll die Emotionen nach. Emotionen. Kennen wir ja alle. Liebster, bist du auch hier? Dann weiß ich, dass es nicht so schlimm werden kann. Um Gottes Willen. Herrlich. Geht's dir gut, Schatz? Schatz? Ach, er hat einen harten Kopf, der überlebt das schon. Oh mein Gott, mysteriöse Musik. Bin ich immer noch im Vulkan? Womöglich liegt da wieder ich lese nicht alle Wörter, die da stehen. Das ist was für Noobs. Womöglich liegt wieder an mir, meine Pferden aus den Gedankenfallen zu befreien. Heißt es, du trägst einen Weg, um das ungewöhnliche Sockel zu finden. Blut, da ist kein Grund auszumachen. Ach, einfach springen. Vielleicht mit einem sehr langen Seil. Das erinnert mich an damals, als ich mit einem sehr langen Seil vom Mond herunterstieg. Woher kam das? Bis es dann zu kurz war. Ist hier jemand? Dann habe ich es oben abgeschnitten, unten dran gebunden und bin weitergeklettert. Das war eine lustige Sache. Und am Schluss bin ich runtergesprungen, weil es immer noch zu kurz war. Nein, es ist gerissen, so war es. Dann bin ich mit dem Kopf tief in die Erde geknallt und nicht mehr rausgekommen.
Aber ich hatte einen genialen Plan. Ich bin nach Hause gelaufen, habe mir eine Schaufel geholt, mich selbst ausgegraben und konnte nach Hause gehen. Ha? Bin ich nicht gut? Ich schweife gerade ab, glaube ich. Ja. Raus mit ihnen, sie Strolch. Sie werden einen gelehrt, nicht mit Schabernack schrecken. Nein, nicht du. Fort mit dir, fort. Ihr wisst ja, fortschicken, alter Narr. Ich bin so tief in deine Seele eingebrannt, als dass wir zwei noch zu trennen wären. Wir sind beide eins. Auf, schweig, Monstrosität. Allerdings könnte mein Anteil an unserem gemeinsamen Körper durch etwas heller erstrahlen. Dann mach eine Kerze an. Dazu muss deiner Leider verlöschen. Ich habe hier einen Eimer Wasser. Damit mache ich dich voll aus. Falsches Thema. Durch, ab auf die Welt! Muss Mittel und Wege finden! Jetzt will ich stehen! Also ich finde es hier schön. Können wir noch mal ein RPG-Spiel machen? RPG-Mega-Spiel machen, wo man nur hier rumläuft. Dann ja, setz das Gemüt! Geh doch mal weg, ihr Kackhühner, Küken. Das Welt durch Harmonie erbaut. Aber ja, Bluteisen, bring die Dinger seit ihr, hör auf den ab! Oh weh, sag das so etwas nicht, Blumenfreund. Am Ende möchtest du gar Krieg und Zerstörung hier einziehen lassen. Wie das denn? Nein, keine Waffen, die von außerhalb unserer Mumie-Kuschwelt getragen wurden, kann hier etwas anhaben. Und hier wirst du kaum eine Waffe finden können. Harmonie und Sanftmut in diese Städte. Brrr. Ja, es ist ja widerlich. Frieden, Große Heuhaufen. Ja. Das ist echt ekelhaft. Frieden, Blühe Blumenpracht, fall deinen Wegen, Freund. Blühe Blumenpracht. Okay, können wir einfach den Hasen nehmen? Aber gut, der Gesichtsausdruck und Face der Verzerke! Wir als Vogel der Schelm vor das derart harmlosen Aussehen von zu fliegen! Ich verschlück schon wieder Wörter hier. Hier klopft was dagegen. Aha! Aber y-förmigen Ast aufgespürt! Könnte nützlich sein! Ja, ganz klar. Herrliche Beschreibung. Blumige Grüße, Freund. Sind Regenbögen nicht schön? Die labern alle zu dasselbe. Komm her. Ja, beängstigend. Ach, komm schon. Ach! Bleib. Okay, jetzt warte ich einfach auf dich. Haha, ausgedrückt. Regenbögen zur Welt zusammen mal geben, Freund. Das war jetzt ein subtiler Hinweis, könnte man fast sagen. Kann ich die jetzt zerlegen? Hallo? Unser Faden an der Jacke! Hier ist ein Faden mit y-förmigen Stoff, von dem du die ganze Zeit völlig zu Recht angenommen hast. Er könnte auch irgendwann nützlich sein. Das hast du sehr gut gemacht. Ablast! Wir nun! Mein Handy ist Katapult! Bauen wir mal Munition! Das ist ein kleiner Ball endlich sein! Ja, noch offensichtlicher geht's wohl gar nicht. Brech dich! Regenbogenschienen. Sammle Munition ein, um auf die Regenbögen schießen zu können. Wenn du genau in der Mitte triffst, kannst du sie zerstören. Achtung, die Blumenmänner werden hinter dir her sein. Viel Glück, denn jetzt geht es los. Oh, lauf, die armen Küken. Decke die Harmonie. Das war nicht die Mitte. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Postal 2. Mit, das ist ein Schmetterling. Kann ich keinen Schmetterling laden? Eine Katze schuffeln, Ich brauche mehr Küken. Soll ich vielleicht auch mal treffen? Ha! Naja, treffen ist also Noobs. Das ist genau wie zielen, völlig unnötig. Kann ich nicht eine Kuh laden? Nein, scheinbar nicht. Ein Hasen vielleicht? Kann ich vielleicht eine Kuh erschießen? Naja, aber ich kann es an. Ich kann das Spiel glitschen, indem ich das Ding. Oh, es bleibt noch kurz stehen. Ich hab doch schon. Ach. Geh doch weg. Kann ich nicht euch laden und schießen? Dann geht das wieder nicht. Dummes Spiel. Ich kann nicht mal einen Menschen in meine Schleuder stecken. Auf meine Schleuder. Wie auch immer. Ich glaube, hier gibt's keine Punkte. Hallo? Ich hab das Spiel geglitscht. Ich hab. Hallo? Hallo? Ich hab das Spiel kaputt gemacht.
Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also es lag definitiv an nichts, das im Hintergrund lief. Und ich habe nicht gespeichert natürlich, weil wozu auch, ne? Wir wollen uns das ja alles nochmal anschauen. Voll verglitscht dieses Spiel. Das hatte ich beim ersten Mal durchspielen nicht. Das war, wo ich da lustig Versionwechsel gespielt habe. Anfangs mit Version 1.0 und durchgespielt mit Version, weiß gar nicht, 1.4? Nee, 1. Moment, also 1.1 kam recht schnell. Was kam nach Version 1.1? Nicht wichtig, nicht wichtig. Apropos 1.1, ne? Ich habe hier noch was zu trinken. Und vielleicht in der nicht so leeren. Verdammt, das ist ja. Wir sind ja beide fast leer. So sagt mir das niemand, bevor ich aufnehme. Muss ich irgendwann pausieren und Getränke holen. Ach, das ist ärgerlich. Oh ja, es ist so spannend. So spannend. Ich könnte das natürlich auch einfach nicht mit aufnehmen. Aber den Gefallen tue ich euch garantiert nicht. Ich muss mir das auch nochmal anschauen. Ich stehe auf deine Beine. Kapiert? Weil er auf den Beinen steht. Voll lustig und so, ihr wisst schon Bescheid. Das erinnert mich jetzt an diese nicht überspringbaren Videosequenzen in Spielen. Vor allem vor irgendwelchen Endbossen oder so, die dann extrem mächtig sind. Wo man dann immer erst 3 Stunden warten muss, bis die Videosequenz vorbei ist. Und wenn man dann verliert, fängt alles wieder von vorne an. Oder an Spielen mit Zufallskämpfen. Wie zum Beispiel Final Fantasy. Ich hasse es. Das geht mir so oft die Nerven zu, falls Kämpfe. Man läuft so ruhig über die Weltkarte und dann boom, Weltkampf, Weltkampf, ja. Einfach mal ganz spontan um die Welt gekämpft, in der man spielt, ne. Ganz normal. So, jetzt machen wir das Spiel vielleicht dieses Mal nicht gleich wieder kaputt, indem wir erstmal speichern. Schlagen erst den Baum ein. Nein, scheinbar reden wir erst mit dem Typen da. Magwitz statt wie ein kleines Mädchen. Mach ich auch immer. Ja. Jetzt schlagen wir den Baum ein. Technische Frage. Ja, es sieht's dann gleich gut. Ja. Es ist so offensichtlich. Was er mit klein und flauschig meint, handlich. Natürlich die Kuh. Ging's mit der Kuh nicht wirklich 10-mal schneller? Ich hatte doch 2 eingesammelt, oder nicht? Kann man hier nur 1 einsammeln? Ach, verpiss dich. Die Harmoniespinner, geht weg. Nein, ich will die Harmonie nicht entdecken. Ich trinke keinen Kaffee. Geht weg. Also will ich auch keine Harmonie entdecken. Hey, cool. Ich bin wieder erschossen. Stirb. Ja. Was zur Hölle? Oh, ist mein... Ich hab schon wieder diesen Bug. Was ist das? Kann ich irgendwas? Was zur Hölle? Okay. Diesmal konnte ich wenigstens ins Menü und... Und geh doch mal weg. Ich habe keine Ahnung, was diesen Bug auslöst, aber ich will es glaube ich auch gar nicht wissen. Sonst löse ich ihn dauernd auf. Wobei, das mache ich eh scheinbar ständig. Ich habe noch nie einen Regenbogen so schön explodieren sehen. Gut, ich springe jetzt auch nicht so oft Regenbögen in die Luft, muss man dazu sagen. Das mache ich doch eher selten. Sind einfach zu klein. Das lohnt sich nicht. Alles um das Sonnensystem lohnt sich gar nicht, in die Luft zu springen. Da ist der Spaß viel zu schnell wieder vorbei. Ach nein.
Wollt ihr mit euren... Oh. Gut, nachdem wir uns jetzt zweimal durchgebackt haben, geh doch weg. Ei, meine Küken! Das waren meine! Die habe ich offen und ehrlich gestohlen. Ich meine, gefunden. Ausgeliehen. Gekauft. Genau, das war das Wort, das ich suchte. Ah, ich will keine Blumen. Ich will auch keine Harmonie. Ich will Weltuntergänge. Explosionen. Action. Feuersbrünste. Tote Kinder. Irgendwas. Hast du die Albtraumwelt des Leutnants bezwungen? Angst. Auf zur nächsten Angsterbietung. Ich drehe mich im Kreis, bis mir schlecht wird. Ja. Meine Beine! Mein Kopf! Meine Eingeweide! Gib meine Körperteile wieder! Elender Dieb! Wie stellen Sie das vor, mein Herr? Gib mir, was mein ist! Ich hole es mir mit Gewalt! Vielleicht könnte ich hier einen Ersatz anbieten. Ersatz? Ich schachere doch nicht um Teile meiner selbst! Als nun gelänge, etwas aufzutreiben, damit sie ebenso gut leben könnten. Fliegen kannst du nur ihn nicht! Also gut, was ihr gelingt, dass die vielen Körperteile auch anderweitig zu schaffen, geben wir uns zufrieden! Such keine Tricks! Ich doch nicht! Hier ruht Johann Patenkepp. Er wurde von einem wilden Akkordeon totgebissen. Oh Gott! Ich liebe Grabsteinsprüche. Hier ruht Derf Kreuker. Er stürzt tragisch in einen Kamm. Wie soll das denn gehen? Mein Kopf! Und es geht ein Hüpfchen aus dem letzten. Wie kann er ohne Kopf sprechen? Mysterium! Das müssen wir lösen! Beilig! Will er wieder Beine haben? Nimm die Beine in die Hand und laufe. Ich trage sie meine Eingeweide. Steh auf, wenn du für Freiheit bist. Aha. Ja, nee, das ist böse. Mein Arm, schnell, hier damit, ich nehme dein wieder zurück. So, Moment, ich muss mir hier Zeug aufsammeln. Hier ruht BF, Fraunomen. Er starb an etwas, das wir eigentlich genauso vergessen haben wie ihn selbst. Oh, das ist aber nett. Hier ruht Ilays Grott. Gott. Er schied beim Vergebenversuch seinen Namen zu buchstabieren. Nimm eins dieser Bretter. Ich hab schon eins dieser Brett. Aber ich hab's eben abgelegt. Das ist doch Rassismus. Muss ich ganz vorsichtig losschneiden, um ihn nicht zu beschädigen. Mit einer Säge bestimmt. Nein, keine Säge. Oh, schade. Können wir den Graben den Krähen lassen? Nicht hier noch. Muss ich erst mal schauen, man muss hier ein paar Gegenstände einsammeln. Ich weiß glücklicherweise überhaupt nicht mehr welche. Ich weiß auch nicht mehr, in welche Reihenfolge ich die dann, ja, sehen wir gleich. Eine lange Latte. Ich habe auch manchmal eine lange Latte. Oh, ganz hohes Niveau. Mag ich auch nicht, ich habe meinen Basteltisch zu vergreifen, Bursche. Falls es Ihre Art ist, um Hilfe zu bitten, sollten Sie die Formulierung etwas mehr der Situation. Spülklopfer, das wird ja immer schöner. Aber ich bin schon ganz anfällig geworden. Also Finger weg von Basteltisch. Ich behalte dich im Auge. Was für ein Albtraum, ja. Gibt's hier nicht irgendwo Licht? Im leeren Rost gibt noch ein wenig Asche. Schmeiß doch mal Holzschatten hinein. Oh, oh, die Schürgen ist glühend heiß. Ich hätte ihn vielleicht rausnehmen sollen, bevor ich das Feuer anmache. Moment, ich kann's ja... Moment. Nimmst eine Wasserschüssel. Ich habe einen Schürhaken. Damit schüre ich jetzt... Selbst mit dem Schürhaken reiche ich nicht heran. Was haben wir hier so? Basteltisch. Setz dich auf den Stuhl, um den Basteltisch benutzen zu können. Dort kannst du Gegenstände zusammenbauen. So, du sitzt, werden alle Gegenstände, die du hier bislang gefunden hast, vor dir auf den Tisch verteilt. Wege deine Hand mit dem Pfeiltast über den Tisch. Zum verlassenen Stuhl anwählen. Klicke einfach ein paar an, das du miteinander kombinieren möchtest. Ist Kombination zulässig, verschmelzen beides zu etwas Neuem. Aber Kombinationen können nicht noch mit anderen Dingen kombiniert werden, aber jede Kombination lässt sich auch wieder lösen. Mir schwant, dass ich ohne diesen Tisch zu nutzen die Aufgabe wohl nicht bewältigen kann. Ach, wie kommst du vollkommen richtig, mein Best. Ha, so ein Unsinn, ein Messer. Ihr Amoklauf! Schlacht euch alle ab!
Du ein verrückter Gamer. Schneidest den Kürbis los. So. Also, wir nutzen mal, ich glaube, Messer mit Kürbis, oder? Verdammt, der Kerl hat darauf gefunden, wie man einen Kürbiskopf schnitzt. Das war jetzt auch unglaublich schwer. Was ist das da? Was ist das? Haha, so ein Konstrukt gibt es gar nicht. Moment. Ein Greifer. Stuhl benutzen. Greifen, dann greifen wir uns das mal. Eine Wurstkette. Die ich scheinbar nicht kombinieren kann. Okay. Was muss ich mit der Wurstkette nochmal machen? Ja, ja, ja. Ich sag nur dasselbe. Ja, ja, bla, bla. Geh weg. Wurstkette. Ich fülle damit den Raben. Nein. So, wer hat der wohl in den Kopf? Den Kopf für mich! Aber natürlich. Und ihm vertrauen, er steht ihm fabelhaft. Meinst du, irgendwas Ansieger, Salde? Ist gut, ich nehme ihn. Es sei denn, es soll nur die Rabenpreis aus von mir nehmen. Nein, das ist so, Moment. Oh, wie war das jetzt alles wieder? Ich weiß es nicht mehr so genau, Moment. Was wollte der haben? Ah, komm her. Markluren, das ist meine Darmwinde. Ich bin immer eine Eingeweide. Das sind sie doch. Keine Würste? So unterschiedlich gibt es eigentlich gar nicht aus. Gib mal her. Danke, sie bin ich mal nicht. Ach, ich liebe es. Wenn man was hier kann. Ach, ich hatte... Ja, der will noch Beine. Was will der? Ach, der will einen Arm. Ich habe sogar einen Auszug. Praktisch gestaltet und sie aufgefüllt. Ach, was lese ich denn schon wieder? Ich habe sogar einen Auszug praktisch gestaltet und für sie aufgetrieben, mein Herr. Dann schön, nicht! Hey, du Wurm aus dem Auge! Glaubst du wirklich, so jemand wie... Jemand wäre wählerisch? Ich nehme den Arm! So was, Freundchen! Was muss ich jetzt machen? Moment, ich muss auch irgendwas kombinieren. Nein. Ja, ich habe Stelzen gesägt. Ich bin voll der Schreinermeister. Mir fehlen auch schon ein paar Finger. Bei der Gelegenheit könnte ich mir das speichern. Der will doch Beine. Stand jetzt auf mich herab! Gib mir einfach ein paar Beine! Bitte sehr. Hey, die sind toll! Danke, Kumpel! Das Albumwelt der Kreatur gezogen und weiter geht's. Ja, die sind noch einfach. Mein armer Liebling, das hat mich schon einmal erwischt. Oh oh. Güte, ist das schwer. Wenn das hier vorbei ist, sitze ich hier noch mehr. Putz sie vielleicht auf einmal in ihre Augen, sie dummes Ding. Hallo, komm doch bei der Arbeit. Also nein, ich weiß gerade meinen Putzsack völlig fragt. Tür ist natürlich verschlossen. Ist abgeschlossen. Nein. Oh, wie war das jetzt wieder?